da unten ist er. Ach, ich hätte mich auch teleportieren können, ich Hunk. Wir setzen große Erwartungen. Frische Blumen! Zeigt euren Liebsten, wie viel sie euch bedeuten! Da ist dies drin. Du bist da! Ich hoffe, sie veranstalten einen Ball oder sowas. Gut, abschließen. Wie höflich. Höfliches Verneigen, ne? Das muss ich mir merken, dass höflich verneigen ist. Okay, jetzt müssen wir hier raus. Da gibt's was und hier drüben ist auch noch was. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin immer noch gehypt wie am ersten Tag, muss ich ehrlich sagen. Was kann ich denn bei dir machen, mein Freund? Das habe ich schon gemacht. Alles klar. Geschenke habe ich sowieso mal gerade nicht. Dann können wir dich auch verlassen. Da unten müssen wir hin. Können wir Teleport machen. So, wir sind gleich Level 31, das ist wunderbar. Hallo. Wir haben echt tolles Wetter, was? Doch, jetzt kommen die. Ehrlich, muss das sein. Okay, Rekrutierungszettel von Rebellen, was ist das denn? Cool, einfach so eine Quest. Einfach so random Quest. Rebellen rekrutieren. Lol. Hallo. Na, wir hallo. Haben echt tolles Wetter, was? Wo willst du hin? Wunderbar. Wir kriegen extrem viel Bier. Wir haben eine neue Karte bekommen. Und ein Level Up. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das reinstecken. Okay, Wendehieb haben wir bekommen. Schauen wir uns den mal an.
Schwinge das lange Schwert. Finde ich ganz nice, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, wenn der dann... Wir machen erstmal das hier und Schwachstelle entlösen. Die Frage ist, was mache ich raus, ne? Wirbelschneider. Der Emporschlag kann, denke ich mal, raus. Ja, genau. Genau, so machen wir das. Jo, perfekt. Da haben wir mehrere Questings. So, das Bischof-Anwesen. Perfekt, das haben wir abgeschlossen. Zwei Weisheit haben wir dazu bekommen. Liefere Hafenbrei am den Sonnenhügel. Aha. Wo ist denn der Sonnenhügel? Gehen wir erstmal Hauptquest machen. Führt denn da dieses Gelände hier hin? Krass. Nach oben. Sollen wir mal hochklettern? Gut gewissen, was das ist. Das ist doch ein... Also wenn es hier nichts was Besonderes gibt, dachte ich mir schon. Definitiv. Einmal Ausblick. Die Frage ist aber, ja, das lohnt sich nicht, wenn ich hier runter gehe. Ich gehe wieder da runter. Oh, die slidet runter an den Ranken. Wunderbar. Weiter geht's. Alter, wir sind schon wieder eine Stunde und die Zeit ist verflogen. Wie im Flug? Nein. Die Zeit ist verflogen wie im Flug. Zeitlich was strichen wie im Flug, so rum. Die Weltenarm hätte das Dorf in Brand gesetzt. Verfluchte Narren. Die Poppen sollen sie holen. Die Weltenarm hätte das Dorf. Die Zehnten was? Nö, das steht einfach noch rum. Das ist ja ein neues Gebiet, ne? Da waren wir noch nie. Da gibt es wieder diese Pferdlein. Und Wölflis. Lass mich mal sehen. Odin, der Hofbade. Dieses Lied ist recht alt.
Was muss ich denn machen? Sammle Hörner, okay, machen wir. Das ist echt krass mit den Kugeln, die erzeugt werden. Durch meine Gravur, wo ich genommen habe. Das ist echt so fett. Da gibt es einen Baum. Bediene das Observatorium. Da unten gibt es einen Boss, den machen wir. Oh shit, 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 raus mit dir. Ich hatte nicht mein. Ich hatte noch mein Werkzeug an, Alter. Haben wir denn jetzt krasses bekommen? Einen Schlüssel und das haben wir bekommen. Zähigkeitenkompetenz, das brauchen wir nicht. Dann haben wir das noch. Alter, die hat aber auch mal coole Herrchen. Die sieben Sterne, die wir die Sternenboten nennen, leuchten hell am Nachthimmel. Während sie in alle Ewigkeit über uns wachen, teilen sie ihr Licht mit uns. Aber der größte Stern hat Arcesia verlassen, um unser ewiger König zu werden. Cool, cool, cool. Boah, die sieht aber auch verdammt gut aus. Sogar einen Bauchnabel kann man erkennen. Schick, schick. Ey, ich war Erster da. Wunderbar. Stufenanstieg. Und hast du sie dir angesehen? Ja, das war ganz nice. Wir zwei, wir sägen die Bäume hier ab. Mal. Was hat der denn? Untersuche das Monument. Okay. Oh, das ist aber schön mit den ganzen Sonnenblumen hier und Kürbisköpfe da. Lol, einfach Kürbisköpfe. Ja, die muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen töten, die hier die Kürbisköpfe. Na, ja, vier Stück.
reife Kürbisse muss ich hertragen. Da ist einer. Hier ein reifer Kürbis für dich. Entzünde die Kürbislaternen. Wie geil. So, der Weg nach Hause. Finde Saat. Überste Platz, wo ist der denn? Ah, da drüben. Gibt es hier noch mehrere? Jawohl, wunderbar. Also, es gibt sogar Wildschweine, okay. Weltenernte sollte der Monarchie den Ärger des gewöhnlichen Volks vor Augen führen und eine uns wohlgesinnte Nation errichten. Alle, die uns beistehen, sollen zum Sammelplatz westlich der Farm kommen. Krönen wir unseren neuen König mit eigenen Händen. Seht, wie sie laufen. Oha. Da müssen wir das Monument untersuchen, ne? Da kommen sie! Fünf Jahrhunderten fanden viele Leute den Tod. Jetzt kommen die auch noch, oder was? Ich wollte eigentlich nur den Baum abholzen hier. Robustes Holz, das sieht schon mal gut aus. Wir müssen da runter. Dann nehmen wir unser Pferd. Die Kürbisköpfe sind echt witzig, Alter. Aber keinen besonderen oder Boss hier, den ich besiegen könnte. Lohnt sich es nicht anzuhalten. Hier ist das nächste Monument. Ein ganz normaler Mensch versammelte diese Helden zur Rettung der Welt. Das Schicksal der Welt hing von dem Können der Person ab, die die Sternenboten anführte. Sein Name war Lutera. Lutera. Das sagt mir jetzt nichts. Oha. Kommt her. Kommt einfach her. Kommt einfach her. Kommt einfach her. So crazy, Alter, der Angriff. Jetzt hat sich die Welten. Oha! Aha, okay. Du bist der Boss oder was hier? Eines Tages hat mich Vater gefragt, ob ich König werden will. Seit damals hat sich einiges verändert. Der Prinz ist verschwunden und Vater bestieg den Thron und wurde der neue König. Ich bereitete mich seither darauf vor, seine Nachfolge anzutreten und den Thron zu besteigen.
Habt ihr gesehen, wie wir uns da durch wieder geschlitzt haben? So crazy. Oha, ja. Diese Drohnen nehme ich gern an. Was müssen wir denn machen? Untersuche die getäuschten Bauern. Ihr lässt mich mit Sicherheit nicht in Ruhe, oder? Du bist getäuscht. Überzeuge den aufgewühlten Bauern. Hier kann man aber gut Holz farmen, ehrlich. Wir müssen noch Kürbisköpfe besiegen. Da oben gibt es zwei Quests, die wir ab. Oh, da ist ein Boss. Wow. Alter, war die weg. Habt ihr gesehen, wie schnell die weg war? Es ist echt krank. Besiege stellvertretenden Anführer, okay. Das war er. Gibt's da hinten noch was? Nur mal schon. Der hat auch nichts Besonderes. Was haben wir hier? Ah, da ist so eine Knolle. Wenn wir die Knolle schon gefunden haben. Aktivieren wir das Portal mal hier. Diese elenden Trottel ruinieren mein Feld. Oha, da haben wir wieder zwei von denen. Was? Ich höre dich nicht. Was willst du mit dem alten Mann? Schon wieder? Was machst du hier? Was willst du mir sagen? Diese Baden in diesem Gebiet hier. Der taube Bade. Rebrema. Das brauchen wir nicht.
Was wir aber brauchen. Ich will so nicht mehr leben. Zwei von den Schatztruhen. Superladung war das was wir haben, oder? Gravuren. Ja, genau, Superladung. Genau, zwei Stück. Wunderbar, wunderbar. Uns fehlen nur noch 8 Bücher, dann haben wir die Superladung komplett voll. Wer bist du? Nur da hat er aufgetragen, mir etwas zu bringen. Gib mir das her. Ich möchte es dir aber nicht geben. Wie es scheint, kehrt so langsam. Angesichts der Kürbisgruppe. Was ist das denn? Legende vom Fluss? Koste meine Klinge! Gelangweiltes Kind. Ich will auch Rayrain sein. Der Gerechtigkeit, schändlicher Regent, werde ich dich bestrafen. Das ist dein Ende. Kann ich aber auch ein Pferd machen, oder was? Ich will auch Rayrain sein. Koste meine Klinge! Hey, pass auf! Das ging fast ins Auge. Ich will auch Pyrain sein. Das geht nicht. Das ist dein Ende. Koste meine Klinge. Pyrain sein. Das geht nicht. Hey, pass auf. Das ging fast ins Auge. So, jetzt aber. Oh, das war toll. Ich hatte Spaß. Städte zerfielen zu einem Aschehaufen. Die arme Neria ist weinend zu einem Stein. Wie es scheint, kehrt so langsam wieder Ruhe ein. Der Krieg ist endlich vorbei. Gibt es gute Nachrichten? Immer noch. Versammelt euch! Ich werde jetzt König Tyrains Worte verkünden. Schmecke meine Klinge! Gericht ist vorbei. Ich, Tyrain, erkläre als König von Luterra, dass die Bewohner Luterras die zu Unrecht beschlagnahmten Reichtümer zurückerhalten sollen. Stolze Männer und Frauen von Luterra, niederträchtige Betrüger wie Scherich, werden nie wieder einen Fuß in dieses Königreich setzen. Mögen Stolz und Ehre von Luterra ewig leben. Das verkündet König Tyrain. Dreimal hoch auf unseren neuen König. Ganz meine Meinung. Hier! Wie wundervoll. Ich bin hingerissen. Hier kamen fast die Tränen, Mann. Imposant, sehr imposant. Das ist aber schon krass, wie jetzt ein bisschen Frieden im Land ist und so und eigentlich nur von einem Punkt zum anderen gerannt wird.
Vorher war es so richtig alles abmetzeln und kämpfen und ja, und jetzt ist es einfach ein bisschen ruhiger. Schon krass. Ah, ich habe dich erwartet. Der Wind hat von dir gekündet. Mhm. Die Sonne geht unter. Wirst du die Finsternis willkommen heißen? Die Sonne geht unter. Jetzt geht's aber los hier. Ich hoffe doch, wenn die Finsternis kommt, dass auch ein paar Kämpfe wieder kommen. Aha. Ich muss dir etwas sagen, bevor ich beginne. Ja, nochmal. Den Ort bis zum Sonnenaufgang beschützen. Halte die Stellung. Was für Soldaten? Wo sind sie denn? Da kommen sie. Oder haben wir übrigens eine Stärke-Perle? Oh, jetzt kommen sie. Was ist jetzt los? Eieiei. War das wieder ein Laggy? Komplett. Der war komplett fail, Mann. So, dann ziehen wir mal rein, oder? So heftig. Wenn sie in ihrem Ulte ist, ist es einfach todbringend. Die blendenden Strahlen der Morgendämmerung verbeugen sich. Um eurer Ruhestätte zu huldigen, Lutera, unser ewiger König. Die Sonne geht über dem Wald von Lastra auf, dem Ort, an dem unser Held ruht. Die Erde erhörte unseren Ruf. Geh in den Wald von Lastra, dem Land, das die Sonne verehrt. Okay, neues Gebiet. Eigentlich nicht. Wir sind einfach nur wieder zurück. Sprich mit. Okay, dann müssen wir zurück in die Burg. Trinken. Okay. Wir haben noch eine Quest, wo ich nicht weiß, wo wir es abgeben können. Oder haben wir schon alle Quests gelöst?
Tatsächlich, wir haben die Quest schon. Das ist erfreulich. Das ist erfreulich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel durch den neuen Patch, wo jetzt rausgekommen ist, mehr ruckelt als vorher. Es hängt mit Sicherheit nicht an meinem PC, oder? Dem geht's gut. Gibt es gute Neuigkeiten? Du hast das Grab des Königs gefunden. Ich wusste, du schaffst das. Natürlich. Nee, mit dem will ich nicht sprechen. Mit ihm will ich sprechen hier. Schon wieder so eine epische Truhe. Elementarer TP-Trank. Die sind einfach so mega gut, Alter. Gehe zum Wald von Lastra. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter. Mehan beobachtet dich. Ein wunderbarer Tag für einen Besuch in der. Musik hat die Macht, dein Herz zu heilen. Ermutige die Platz machen. Hier bin ich falsch. Oder wo ist der mit der Gilde? Keine Ahnung, wo der mit der Gilde war. Da unten vielleicht. So, die muss ich ermutigen da drüben. Bring alles her. Den Ritter. Sprich mit. Was geht ab, Marien? Was ist das für eine episch lange Quest hier? Egal, sie bringt extrem viel Erfahrung. Das soll mir das Recht sein. Frische Blumen! Zeigt euren Liebsten, wie viel sie euch bedeuten! Oh, du bist da! Sie veranstalten einen Ball oder sowas. Was kann ich bei dir eigentlich machen?
wird Zeit, dass wir uns wieder aufrappeln. Ist es nicht ein wunderbarer Tag für ein Essen? Mein Rücken. Das muss ich sagen, Mann. Die letzte Zeit, wo ich hier im Stuhl hier sitze. Mein Rücken, Alter. Ich muss mich beschweren. So, was haben wir denn hier? Kuchenhandwerker. Kuchenexperte. Holy shit. Das kostet extrem viel. Aber für 20 Minuten den Buff zu bekommen. Not bad. Waren aus Übersee. Schönes Geheimnis. Was verkaufst du denn eigentlich? Aha, diese Höflichkeiten. Ich glaube, die kaufe ich mal. Keine Ahnung, wann wir die brauchen. Wozu wir die brauchen, ich habe sie mir einfach erstmal gekauft. Wenn jemand im Chat das weiß, wofür man die braucht, schreibt es mir gern rein. Ich habe ein offenes Ohr. Ändern. Toll, wenn es in der Taverne nach einem. Ich hoffe, sie veranstalten einen Ball oder sowas. Und er suche heimlich. Er rät jetzt Tasche. Wo ist denn... Wie kann man das denn machen? Ah, hier drüben. Wie geil, Alter. Mit ihr kann man auch eine Beziehung. Alter, wir brauchen mehr Charisma, um mit ihr zu sprechen, Alter. Wie abgehoben sind die? Casino, Alter, unglaublich würde ich gerne hier ins Casino rein, dass das mal funktioniert irgendwann. Junge, Junge, ich glaube, ich verliere mich hier im Casino. Mal gewinnt man, mal verliert man. Lies den Ring auf, der verlegt wurde. Hey, ich will jetzt halt unbedingt pokern hier an den Tischen. Wenn die können das doch jetzt nicht zeigen und dann nicht spielbar machen, ne? Das ist genauso wie wenn, ja, ich sag's jetzt mal nicht. Wenn quasi schon jemand vor dir liegt, aber ja, sich dann doch wieder anzieht. Und
antike Münzen. Durch den Verkauf antiker Münzen an Händler kannst du jede Menge Silber einnehmen. Dann sollte man die Münzen eventuell aufbewahren, ne? Antike Händler, bis ich einen antiken Händler finde und den dann quasi an einen antiken Händler verkaufen. Das törichte Bier ist übrigens nicht handelbar. Wirklich hart. Ich habe ein Level abbekommen. Was haben wir denn hier? Der Wendelhieb. Bewegungsdistanz in Trio. 2 Meter zurücklegen. Ausgeteilter Schaden. Bei einem Treffer wird die Schwachstelle entblößt. Das ist geil. Dann brauche ich nämlich nicht mehr das mitnehmen. Mahlstrom, okay. Der hört sich böse an. Erzeugt einen Tornado, der dich schützt und Schaden verursacht. Der Tornado hält für 6 Sekunden lang verursacht Schaden im näher gelegenen Gegner, okay. Schadensreichweite plus 15% oder wir können die kalte Berührung machen. Nochmal das mal. Einfach um uns mal anzuschauen. Dann könnten wir noch den Erdspalter. Der Erdspalter ist schon drauf. Die Runde ist hart. Oh, die Runde ist hart. Ey, ich will jetzt spielen. Lass mich hier zocken. Ich spiele übrigens Mahjong und kein Poker. Juhu, 10 Weisheit, Alter. 10 Weisheit einfach. Oh, versteht. Scheiße. Das kann man doch hier auf und sagen. Die Runde ist hart. Wirklich hart. Manchmal mit den ganzen Menüs, ne, da verhuddelst du dich. Wir haben jetzt 38 Weisheit. Wir brauchen 100. Um die Quest für den König zu erledigen.